gib ihm eine. Mach doch um dich. Grimmo, schlag ihn. Schlag ihn. Feuer mag er nicht. Ich auch nicht. Oh mein Gott, guck mal, wie unser Lebensenergie wieder runtergeht. Und schon wieder sind wir fast tot. So, schau mal hier. Wir haben's. Aber pass auf, wir werden verfolgt, Grimmo. Spiel nicht zu lange damit rum. Nimm dir eine Waffe. Ja, du ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest mit dem Game Bro, dem Calvin und dem Grimbo. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben mal letztes Mal aufgehört in der Höhle und wir sind auf der Suche nach dem Seilwerfer. Wir haben hier das letzte Mal auch ordentlich gut als auf die Mütze bekommen. Ich war schwer schockiert und überrascht, wie schnell wir auf dem Boden gelegen haben und von den Eingeborenen einkassiert wurden. Wahnsinn. Glücklicherweise wurden wir in dieser Höhle auch eingesperrt bzw. aufgehängt, wo wir sowieso hinwollen. Wir machen jetzt an der Stelle einfach mal weiter und probieren, ob wir hier weiterkommen. Gespeichert ist das Spiel, es kann nicht viel passieren und ich hoffe sehr, dass wir überleben. Ich habe noch ein paar Knochen. Wir haben noch... Ja, uns fehlt Klebeband. Schade, wir können uns doch keine Knochenrüstung mehr machen. Hätte ich jetzt sehr gerne gemacht. Können wir nicht mehr machen. Und bau das Ding nochmal ab. Kannst du das nicht abbauen? Ich dachte, wir könnten das wieder mitnehmen. Grimbo! Schlag das kaputt, ich brauche... Ist egal. Okay, wenn es nicht klappt, dann lassen wir es stehen. Schnapp dir aber bitte eine Taschenlampe oder irgendwas anderes, damit wir hier sehen können. Wir müssen dringend aufpassen. Wir müssen vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich mit den größeren Mutanten anlegen möchte. Das schauen wir uns einfach mal an. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Oh, da liegt noch einer. Da liegt noch einer. Grimbo. Nimm dir die Fackel. Nimm dir die Fackel. Das Gute ist, ich glaube, diese Gegner... Nein. Lauf, Grimbo. Lauf. Wie schlägt denn der um sich? Sag mal, geht's dir gut? Der rennt auch noch. Das ist gar kein Blinder. Da rennt der auch noch. Wir brauchen Licht, sonst wird zu dunkel hier. Bist denn du? Holla, die Waldfee. Gib ihm eine. Mach doch um dich. Grimbo, schlag ihn. Schlag ihn. Feuer mag er nicht. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Guck mal, wie unser Lebensenergie da runtergeht. Und schon wieder sind wir fast tot. Das war aber jetzt haarscharf. Leute, das kann doch nicht sein. So, ich geh mal in Sicherheit und gönn dir nochmal eine Tablette. Wie geht der denn ab? Wie sieht das denn aus mit der Pistole? Wie viel Munition haben wir? Haben wir überhaupt Munition? Also das ist aber übler hier, als ich gedacht habe. Und das sind noch die einfachsten Gegner hier. Sag mal. War ich getroffen? Ist doch nicht wahr. Blocken? Hilft Blocken dagegen? So, ich muss das jetzt einmal ausprobieren, wie man am besten gegen den hier kämpft. Alter, was bist du für... Wie gestorben? Das gibt's doch nicht. Oh, der hat schon wieder eine verpasst. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's mit dir. Komm mit. Wir nehmen dich mal mit nach vorn. Aber wir haben gar kein Feuer mehr. Ich würde sagen, schmeiß dich mal hier hin. Irgendwo müsste doch noch unser Lagerfeuer sein. Muss ich ein neues aufbauen? Oder kann ich das nochmal anzünden? Wir konnten doch auch irgendwie noch Blätter hinzufügen, oder? Genau. Blätter zum Anfeuern. Und wir könnten auch einmal unser Fleisch hier reinpacken, dass wir das einmal gegrillt haben. So, wo bist du, mein Lieber? Komm ran. Wir brauchen deine Knochen. Ach, zu weit geworfen. Bleib doch hier. Ach nee, es funktioniert. Er brennt. Nicht hochheben, sonst verbrennen wir uns gleich auch wieder. Wir warten jetzt einmal, bis unser Fleisch fertig ist. Und vielleicht nimmst du eine Waffe in die Hand und nicht einen Totenschädel. Grimbo! Also wenn das so weitergeht, dann kann das hier wirklich eine übelst lange, anstrengende Geschichte werden.
Meine komplette Knochenrüstung ist schon hinüber. Gekochtes Fleisch. Am besten isst sie das auch mal sofort. Wo ist es denn? Gekochtes Fleisch einmal essen. Das bringt uns auch noch mal ein bisschen Ausdauer wieder. Leute, ich bin echt fix und alle. Die einfachen Gegner machen mich hier schon so nieder. Was ist denn da los bei dir? Wir schauen mal kurz nach. Ach, du nimmst ja was zu lesen mit. Nee, ich möchte es echt nicht lesen, Grimo. Aber nimm dir die Sachen mit, die wichtig sind. Hier gibt es Medizin, es gibt noch mal ein bisschen was für Molotow. Eine Ration, auch gut. Und da ist schon wieder immer. Schaut mal, Leute, das ist hier so ein Fingers oder wie die heißen. Einer von den größeren Mutanten. Also gegen den möchte ich, glaube ich, ehrlich nicht kämpfen. Wisst ihr was? Ich versuche Folgendes. Wir rennen jetzt einfach mal durch. Halten uns rechts und ich hoffe sehr, dass wir durchkommen. Da ist noch so einer. Was bist du für einer, mein Lieber? Auch wieder so ein großer. Nee, wir laufen einfach mal. Ich habe mir irgendwie überlegt, ich renne lieber. Oh, sonst wird das hier nichts. Babys! Babys, Grimo, lauf! Nicht gegen Babys kämpfen. Ich kann mich grob erinnern, wir müssen uns immer rechts halten und dann kommen wir eventuell irgendwann Richtung Seilpistole und ich möchte dieses Ding haben. Ich möchte heute nicht ohne Rüstung gegen die ganzen Mutanten hier kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass mir das nicht gut tut. Wenn die einfachen, schwachen Mutanten mich schon so platt machen mit zwei Schlägen, dann sollte ich nicht gegen Fingers kämpfen. Aber das holen wir nach. Versprochen, wir brauchen ja Mutantenrüstungen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Bleib mal hier. Rechts bleiben, rechts bleiben. Ich will ja unbedingt die Mutantenrüstung. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel ist schwerer geworden beim letzten Mal. Es war heftig hier drin, bin ich mir sicher. Aber gegen die normalen Mutanten bin ich sehr gut zurechtgekommen. Dort leuchtet schon wieder ein Licht. Wer hängt denn da von der Decke runter? Mitten im Schleim. Ekelhaft, dass wir uns auch passen. Wir werden verfolgt. Grimm wohl auf. Wir werden verfolgt. Gibt es noch was mitzunehmen? Egal, lauf, lauf. Looten können wir später. Licht, Licht, Licht. Weiterlaufen, weiterlaufen. Und Babys, Babys. Verdammt, was ist denn hier los? Leute. Wir machen das ein andermal, Leute. Ich verspreche es euch. Aber jetzt... Oh, ein Seil. Seil, Seile. Wir können nichts mehr tragen. Dann lauf weiter. Haben die eventuell... Na, egal. Geh, geh, geh. Guckt ihr später an, was sie haben. Wir würden das sonst nicht überleben hier. Bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hoffe sehr, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ich vermute... Folgt uns noch irgendjemand? Ich glaube, hier müssen wir rein, um die Seilpistole zu holen. Aber hier oben ist auch noch was. Wir gehen erstmal geradeaus. Ich kann mich grob erinnern, dass hier noch irgendwas zu looten war. Pfeile. Okay, das ist nicht viele, aber immerhin Kohlefaser, ne? Also die können wir schon mal mitnehmen. Wir werden anscheinend nicht mehr verfolgt. Alles gut. Aber das ist es wahrscheinlich auch gewesen hier. Zumindest sehe ich gerade nichts mehr. Gut, wir gehen weiter, wir gehen wieder zurück. Leute, ich bin fix und alle. Kann doch nicht sein. Das Spiel macht mich fertig. Aber ich habe es gewusst, dass es so kommen wird. Ich habe es auch gewusst. Dieses Spiel ist gnadenlos. Aber sagt mir da bitte gerne auch eure Erfahrung. Ist das Spiel... Das sieht ja ekelhaft aus. Was hängt denn da von der Decke? Ist das Spiel tatsächlich schwerer geworden seit Release? Babys! Grimo, Babys! Kannst du hier durch? Irgendwie? Ich glaube, ich bleib auch mal wieder rechts hier. Ich habe das irgendwie so... im Gefühl. Was ist denn das hier? Auch wieder Babys. Dass ich hier lang muss. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Eine Lampe. Okay. Schon wieder Lampen. Geht's hier weiter? Mein lieber Grimo, verlauf dich nicht. Hier laufen überall Babys rum. So,
So, schau mal hier. Wir haben's. Aber pass auf, wir werden verfolgt, Grimmo. Spiel nicht zu lange damit rum. Nimm dir eine Waffe. Nimm diesen Viecher. Feuerzeug hilft. Komm, dann sehen wir wenigstens was. Hau ab! Ich treff dich gar nicht, oder was? Meine Güte. Also die Biester sind gefährlich. Komm, wir machen das aber auch noch auf. Looten schnell nochmal eben kurz den Pfeil und alles, was hier ist. Und eventuell können wir dann hier raus. Sehr schön. Grimmo, lass dich nicht aufhalten. Verlass diese verdammte Höhle so schnell, wie es geht. Hier laufen garantiert auch noch welche rum. So, aber wir haben die Seilpistole. Das ist so, so wichtig. Gut, dass wir das gemacht haben. Ist das hier schon der Ausgang? Nein, noch nicht. Aber hier, hier geht's raus. Wunderbar, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus dieser vermaledeiten Höhle. Oh, Leute, ihr glaubt nicht, wie ich mich freue, dass wir da wieder raus sind. Das ist ja echt übel. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal, als ich das damals gespielt habe, vor einem knappen Jahr muss das gewesen sein, relativ lange gebraucht für diese Höhle. Ich habe mich da nach und nach durchgekämpft, aber... Das Feuerzeug ein. Ich habe mich ja nach und nach durchgekämpft, aber die Gegner waren nicht so brutal. Bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur schlecht vorbereitet. Ich würde sagen, wir schauen mal gerade. Wir gehen noch einmal zum Hubschrauberspot, looten dort auch nochmal und dann suchen wir uns einen Platz, an dem wir uns ein bisschen niederlassen. Jetzt haben wir ja die Seilpistole. Das kann uns schon wirklich sehr, sehr, sehr schwer nach vorne bringen. Wunderschön. Hier vorne müsste auch unser Golfkart stehen, oder? Hatten wir es nicht hier geparkt? Wir haben 15 Uhr, das heißt, es wird jetzt bald auch wieder dunkel. Die nächste Rast steht an, die nächste Nacht müssen wir verbringen. Hallo, mein Lieber. So, hallo, kannst du mal eine Waffe nehmen? Ich würde jetzt doch mal gerne schauen. Wir haben einen. Oh Mann, aber du bist viel zu niedlich. Ich möchte dich eigentlich gar nicht töten. Wir brauchen mal vernünftiges Fleisch wieder. Hallo, was ist jetzt? Ein Hänger? Warum? Irgendwie hängt das Spiel gerade bei mir. Pack den Bogen weg, mein Lieber. Oh Mann, du bist so niedlich gewesen. Komm, Calvin, hier, schau mal. Ja. Nein, tu das weg. Das ist echt gemein. Das ist so niedlich. So ein süßes Tier und wir haben es gejagt und platt gemacht. Es tut mir leid. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber wir müssen ja leben. Wir müssen uns ernähren. Was ist denn hier? Sind wir schon da? Wir sind schon beim Hubschrauber. Guck mal hier. Aber nichts zum Looten da? Respawnt der Loot hier etwa nicht beim Hubschrauber? Kann das sein? Ich dachte, ich hätte das so eingestellt, dass der Loot in den Kisten zumindest wieder respawnt. Okay. Soll uns nicht weiter stören. Vielleicht kommt das ja nur zu bestimmten Zeiten oder braucht eine Weile, bis es wieder da ist. Das war damals auch anders. Da war es quasi ausloggen, einloggen und es war wieder da. Was ist denn mit dir passiert? So. Noch einmal orientieren. Wo sind wir jetzt hier genau? Also ich würde sagen, wenn es hier kein Loot mehr für uns gibt, gehen wir runter ans Meer. Ich muss mich aber... Genau, ich denke, wenn wir diesem Flusslauf hier folgen, diesem Bachlauf, dann kommen wir runter ans Meer und können uns dort... Da vorne steht auch unser Golfkart. Schaut mal, dann nehmen wir doch mal die Karre. Wenn wir denn damit überhaupt dorthin kommen... Müsste aber halbwegs funktionieren. Wir können... Nein, ich muss mich richtig orientieren. Ich glaube, in diese Richtung geht's ans Meer. Mach doch einfach die Karte mal groß. Nein, dort lang. Das heißt, wir müssen... Doch, wenn wir dieser Straße hier folgen, kommen wir auf jeden Fall zum Meer. Und dann bauen wir uns dort am Strand erstmal unsere erste Base. So. Los geht's. Los geht's. Ich würde sagen, es geht hier lang und dann die nächste Möglichkeit rechts. Es wird schon wieder dunkel.
wie viele Tiere hier unterwegs sind. Das ist ja irre. Also, gut belebt der Wald, muss man sagen. Sehr, sehr schön. Das war damals auch noch nicht so. Da gab es auf jeden Fall noch keine Waschbären. Rehe gab es schon, aber auch relativ selten. Gefühlt. Oder ich habe sie einfach nur selten getroffen. Versucht da mal vernünftig zu fahren. Kommen wir hier hoch mit dem Ding? Jawohl. So, dann biegen wir die nächste rechts ab, wenn ich mich nicht irre. Und dann wieder links. Einmal hier lang. Das ist schon Wahnsinn. Also mit dem Golfkart kommt man so irrsinnig schnell zu, voran. Die Lauferei kostet halt doch schon immer ordentlich Zeit. Aber jetzt. Schauen wir mal. Okay, ich fahre doch gar nicht in die richtige Richtung. Ja, wir fahren bis zum großen Fluss und dann fahren wir links. Ah, Eingeborener! Entschuldigung, tut mir leid. Das tut mir... Nein! Wie viele Seiten ihr jetzt hier? Komm, fahren, fahren, fahren. Das war so nicht geplant. Es tut mir sehr leid. Ich wollte dich auch gar nicht umliegen. Das war wirklich keine Absicht. So, ich fahre hier links. Es wird echt auch langsam wieder spät. Guck mal, hier sind schon wieder welche. Wahnsinn, wie viele von denen sich hier rumtreiben. Wir sind nicht mal bei einer Straße, oder doch? Genau, jetzt hier rum. Ich möchte ganz gerne zum Strand. Ich möchte dort unten eine Butze bauen und anfangen, eine einigermaßen safe Verteidigung zu haben. Oh mein Gott, was machen wir denn hier? Oh, ich glaube, wir gehen zu Fuß weiter. Und die Karre habe ich etwas blöde geparkt. Ich lasse sie aber hier stehen. Dann fällen wir halt das nächste Mal den Baum und holen uns die Karre da wieder runter. Jetzt gehe ich erstmal zu Fuß weiter. Ist eh kein guter Weg für ein Auto hier. 16.50 Uhr und die Sonne geht schon wieder unter. Das geht aber echt immer relativ früh, muss ich sagen. Und wir haben Durst. Jetzt hätte ich gerne meine Schildkrötenpanzer, damit ich mir auch am Meer unten meine Wassersammler aufbauen kann. Aber ich denke, wir kriegen neue Schildkröten. Dann müssen wir uns das da oben nicht wegholen. Ja, das ist echt viel Lauferei hier. Relativ weit, aber... pass auf, wo du hinspringst. So, wenn wir jetzt hier am Wasser entlang laufen, dann können wir uns zumindest nicht mehr verlaufen. Das ist schon mal sehr gut. Und dann fangen wir an, die erste Base zusammen zu zimmern. Die Geschichte der Höhle, das hat mir eigentlich quasi schon wieder gereicht. Oh, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Seltsam, wenn wir nochmal einen Schluck aus dem Bach nehmen. Wir haben ja eh gerade kein volles Leben. Dann fügt uns das zumindest auch keinen direkten Schaden in dem Sinne zu. Ja, der Wassersammler. Wir müssen dringend Wassersammler bauen. Wir brauchen da eine stetige Quelle. Als ich das Spiel gespielt hatte, konnte man aus den Bächen und Flüssen hier noch gefahrlos trinken. Das hat einem nicht geschadet. Jetzt ist es mit Nachteilen verbunden. Aber ist auch gut so. Ist in Ordnung. Das macht dann wieder mehr Sinn, sich den Wassersammler zu bauen. Und es sind schon wieder die Eingeborenen. Ich habe das Gefühl, ihr verfolgt mich absichtlich die ganze Zeit. Ist doch nicht euer Ernst. So, schlauf mal ein bisschen durch. Kelvin, komm. Wir brauchen die Lydia und wir brauchen die Lydia bewaffnet. Lydia. Ich glaube, die heißt gar nicht Lydia. Ich glaube, die heißt anders, aber ist nicht schlimm. Für mich wirst du die Lydia sein. Ich habe den richtigen Namen auch gerade ehrlich gesagt schon wieder vergessen. So, hier würde ich mich gerne irgendwo niederlassen. Die Frage ist, wo ist ein guter Spot? Eventuell hier, dann können wir so schön da oben Bäume fällen und uns das Zeug immer schön hier runterwerfen, runterbringen. Ich glaube, das machen wir. Wir zeichnen uns hier jetzt erst nochmal einen provisorischen Unterstand an. So, oder wir fangen mit einer kleinen Blockhütte an. Das Haus am See. Was hältst du davon, Grimbo? Hm?
Wo ist denn hier der Eingang? Ich würde sagen so. So stellen wir das erstmal hin. Dann haben wir hier ein erstes kleines Häuschen. Das dauert zwar relativ lange, aber wir können es ja hier mit einem Zelt schon mal erstmal schlafen legen. Das sollte ja auch funktionieren. Und ich hoffe, die Eingeborenen lassen uns in Ruhe schlafen. So, hol dir den Stock. Und dann fangen wir gleich mal an, ein bisschen Bäume zu organisieren, am Lager zu bauen und alles, was wir so benötigen. Oh, oh, wir haben Durst, wir haben ganz, ganz großen Durst sogar. Ja, das war unser letzter Energy Drink, mein Lieber. Jetzt musst du wirklich sparsam werden. Weißt du was? Du könntest schon mal einen Job übernehmen, mein Lieber. Hole Stöcke und lass sie hier fallen. Okay, wäre das was? Dann können wir damit nämlich schon mal Lager bauen. Das wäre ganz toll. Und ich gehe noch einmal los und gucke, ob wir hier vorne noch mal ein Döschen zu trinken bekommen. Und ob hier eventuell am Wasser irgendwo noch ein paar Schildkröten rumlaufen. Damit wir uns Wassersammler bauen können. Sehr, sehr wichtig. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Wo war denn der Liebe mit seinem Radio? Das dudelt doch hier vorne auch immer vor sich hin. Ja, wie die Möwen hier kreischen. Sehr schön. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Und ich glaube, da vorne ist eine Schildkröte. So, nimm erstmal alles mit, was wir brauchen können. Gab es hier nicht ein Döschen? Energy Drink. Okay, wir haben Energy Drink. Das ist sehr gut. Aber wahrscheinlich nur den einen. Rationen. Rationen haben wir gut, aber wir essen direkt mal. Dann können wir die nächsten Rationen wieder aufsammeln. Und das hier würde ich sagen, kannst du mal fallen lassen. Verdorbenes Fleisch. Das brauchen wir nicht mehr. So, oh, hier war doch noch Ration, oder? Hier gab es doch noch eine Ration. Sehr gut. Nimm sie mit. Nimm dir die Axt und dann guck mal, ob hier nicht irgendwo eine Schildkröte rumlungert. Ich meine, gerade wäre eine hier gewesen. Hallo, meine Liebe. Ja, komm. Komm ran. Es tut mir leid, aber ich brauche deinen Panzer. Und dein Fleisch ist auch gar nicht so verkehrt. Kann man immer wieder mal gebrauchen. Stillt den Hunger. Nein, warum isst du jetzt das rohe Zeug? Du solltest es aufsammeln, Mann. Boah, ist ja ekelhaft. Du bist wirklich ekelhaft. Guck mal, hier ist noch ein Zelt von uns. Wie schön. Wie schön ist das denn? Können wir auch noch benutzen. Ich würde sagen, das baue ich dann bei Gelegenheit nochmal. Ein Schildkrötenpanzer dürfte erstmal reichen. Sollte hier gleich noch eine zweite Schildkröte kommen, holen wir uns noch den zweiten Panzer. Dann zeichnen wir jetzt die Dinge erstmal an, die wir brauchen. Und dann fangen wir an, Holz zu besorgen, Stöcke zu besorgen und alle Sachen zu besorgen, damit wir hier ordentlich bauen können. Das Schöne ist, wir können auch hier Holz fällen und uns mit einer schönen Seilrutsche das Zeug hier rüberholen. Darum liebe ich diese Seilrutsche. Es ist einfach herrlich. Und wir können sie auch zum Schnellreisen benutzen. Mehr oder weniger, wenn das noch so funktioniert. So. Und diese erste Hütte soll auch erstmal nur ein Provisorium sein. Später bauen wir dann auch mal frei drauf los, so gut wie es geht. Ich bin zwar nicht der Freibaukünstler in diesem Spiel, aber wir geben unser Bestes. So, ein Sticklager hätte ich gerne. So, ich würde sagen, wo packen wir das denn mal hin? Ich mache das erstmal einfach so hier. Eins nach hier. Sehr schön. Dann können wir schon mal die ersten Sticks einlagern. Super gut. Ich würde mir auch direkt ein Steinlager daneben bauen. Warum gehe ich jetzt ins Inventar, wenn ich ein Lager haben will? Ein Steinlager noch daneben. Ja, ich weiß ja. So, bauen wir gleich zusammen. Und dann... Dankeschön. Mach du mal weiter. Wir brauchen ja noch eine ganze Menge Stöcke. Hol erstmal noch mehr Stöcke. Aber sammle nicht die Stöcke ein, die hier sowieso schon liegen. Einer noch. Ein Stock noch. Kann doch nicht sein. Aber wir haben ja hier noch einen. Komm. Nimm dir einen raus. Dann ist das Steinlager auch fertig. Sehr gut. Gut gefüllt. Ja, du sammel mal weiter und ich gehe einmal hoch und kümmere mich da oben um Bäume.
Ich hoffe, dass wir hier vernünftig hochkommen. Und jetzt nicht ewig weite Wege haben, um da hochzukommen. Das wäre natürlich blöd. Aber wie gesagt, die Seilrutsche wird kommen. Das wird eine der nächsten Sachen sein, die wir uns hier auf jeden Fall hinbauen. Aber hier kommt man doch ganz gut hoch. Das funktioniert doch. Sehr schön. So, die Axt bitte. Und dann freue ich mich auf unser erstes kleines Heim. Dann fühle ich mich auch irgendwie ein kleines bisschen sicherer. Wenn wir zumindest schon mal eine Palisade drumherum haben. Und ich weiß, die Eingeborenen können nicht immer sofort rein. Dann kann auch gleich die Lydia einziehen. Ich mag, dass das Holzfällen in diesem Spiel finde ich auch irrsinnig schön. Die Grafikeffekte, wie das Holz hier zersplittert, ist schon nice. Wirklich, wirklich nice. Im Vergleich zu anderen Survival-Spielen kann das schon einiges. Oh, komm, triffst du bitte auch mal den Baum, mein lieber Grimbo? Wie war das? Konnte man eigentlich später auch noch eine bessere Axt finden? Ich habe das irgendwie auch so im Kopf, dass es auch eine vernünftige Holzfällaxt irgendwann gab. Aber mit der kleinen Axt, das geht hier eigentlich auch ganz gut. Komm. Timber! So, ich schmeiß jetzt erstmal alles runter. Sehr gut. Und dann können wir gleich den Kelvin beauftragen, das Zeug einzusammeln. Wir bauen dann die Stammlage auf. Und der Kelvin kann dann ein bisschen die Schlepperei für uns übernehmen. Sehr schön. Das ist eine Geschichte, die ich an dem Spiel auch unglaublich feiere. Wie gesagt, beim ersten The Forest läuft hier schon wieder irgendwann rum. Ich höre schon wieder Geräusche. Ich höre schon wieder Schritte und Geräusche, wo gar nichts ist. Beim ersten The Forest musste man sich noch wirklich alles selber zusammenschleppen. Da gab es aber auch diese wunderschönen Karren, die man bauen konnte, um die Stämme rum zu transportieren. Gab es hier zu Release auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es die mittlerweile gibt. Wäre sehr interessant. Finden wir aber heraus. So. Ich würde sagen, einen Baum fällig noch. Und dann tragen wir das Zeug zusammen, füllen unsere Stammlager, damit wir mit dem Bau dort unten beginnen können. Timber! Sehr schön. Leute, läuft doch hier. Jetzt kann es losgehen. Jetzt sind wir in The Forest angekommen. Die ersten Grundlagen sind gelegt. Wir haben natürlich noch viel zu wenig Pfeile und wir brauchen Rüstung. Wir brauchen noch so viel. Aber wir sind da. Wir sind angekommen. Wir können unsere erste Base errichten. Wenn auch nicht an dem See, wo ich es gerne gehabt hätte. Aber das ist nicht so schlimm. Es hält uns ja nichts davon ab, nicht trotzdem noch irgendwo an einem schönen See, wenn wir ein bisschen besser gerüstet sind, trotzdem noch zu siedeln. Ich kann mich noch daran erinnern, im The Forest Teil 1, da habe ich mehrere Basen gehabt. Da hatte ich, glaube ich, mindestens 3. Also warum soll man sich hier nur eine bauen? Aber auch da könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Und wie gesagt, ich mache das nicht allein, ich mache das mit euch zusammen und richte mich sehr, sehr, sehr gerne auch nach euren Vorschlägen. Das sollte jetzt aber... Na, nimm ihn doch. Erstmal reichen an Stämmen, die wir hier unten haben. Was ist das? Wo kommst denn du her, mein lieber Stick? Wir können ja noch ein bisschen Blätter mitnehmen und mal gucken, ob wir hier noch ein paar Sticks mitnehmen können auf die Schnelle. Das, was hier oben so liegt. Ja, nimm's doch. Warum schnappst du es dir nicht einfach? Warum greifst du immer daneben? So, hol dir ein paar Stämme und dann los. Und dann werden wir auch mal den guten Kelvin beauftragen. Ah, du warst aber wirklich fleißig, mein Guter. Kelvin, komm mal ran. Komm mal ran, komm mal ran. Stopp, stopp, stopp. Kelvin. So, du holst jetzt bitte Stämme und lässt sie erstmal hier fallen. Und ich baue in der Zeit ein Stammlager. Ist das in Ordnung für dich? Dankeschön. Fände ich sehr gut, wenn du mir dabei unterstützend unter die Arme greifst. So. Oder du setzt dich erstmal eine Runde in die Sonne. Ist ja gar kein Problem. Du hast so schon so viele Stöcke geholt.
gönn dir meine Auszeit. Wir haben Zeit. Die Eingeborenen wollen uns ans Leder. Die Mutanten wollen uns verarbeiten. Aber wir haben Zeit. Lass dir ruhig alle Zeit der Welt. Ich würde sagen, ich brauche mal direkt ein großes Stammlager hier hin, oder? Der Kevin hat so viele Sticks geholt. Das könnte eventuell funktionieren. Schauen wir mal, ob das reicht. Oder ob wir den Guten doch nochmal losschicken müssen. 40 Sticks, das ist schon eine Hausnummer. So. Kam da gerade ein Vöglein geflogen? Uiuiui. Bin mal gespannt, ob es reicht. Kevin, vielleicht musst du doch nochmal Stöcke holen. Ich sehe mal aus den Augenwinkeln irgendwelche Mutanten. Aber ich glaube, es reicht. Es müsste theoretisch reichen. So. Stammlager gefüllt. So. Und du, mein Lieber, du machst ja eh gerade noch nichts. Hole, Stämme und Behälter füllen. Können wir das machen? Kriegst du das hin? Fände ich total gut von dir. Ja? Machst du? Machst du, oder? Ich bin mir nicht gerade ganz sicher, ob er mir da jetzt gerade eine positive oder negative Antwort gegeben hat. Ansonsten. Folge mir nochmal. Komm, ich nehme dich mal mit dahin, wo die Stämme liegen. Vielleicht hilft dir das ja. Komm mal her. Komm mal, lieber Kevin. Guck mal hier. Baustelle, siehst du? Ah, ganz viel, ganz viele Stämme. Komm, ein Stückchen näher noch, komm. Und jetzt hole Stämme und fülle den Behälter. Vielleicht kriegst du es jetzt hin. Siehst du die Stämme? Ich meine, mit Hören hast du es nicht so. Nicken, ich habe ein Nicken gesehen. Ich habe ganz klar ein Nicken gesehen. Also los, dann sollte das doch jetzt funktionieren. Aber wir greifen dir da auch noch ein bisschen unter die Arme. Kelvin, du füllst den Behälter und ich fülle das Haus. Das nennt man Arbeitsteilung. Wir brauchen noch 42 von den verdammten Baumstämmen, meine Güte. Ich denke, wir müssen noch einiges fällen und das nur für so ein kleines, normales Häuschen. Das ist wirklich schon irre. Ich würde auch sagen, wir machen das so. Ich werde offscreen versuchen, soweit es geht, immer wieder mal ein bisschen Material ranzufarmen, damit wir nicht in jeder Folge irrsinnig lange zusammen Bäume fällen müssen und... Ach, guck mal, der Kevin ist schon wieder müde. Mann, was ist denn los mit dir? Zu wenig Vitamin C? Ja, damit wir nicht jedes Mal hier stundenlang damit beschäftigt sind, Stämme ranzuschaffen und Bäume zu fällen, sondern damit wir uns auch ein bisschen aufs Bauen konzentrieren können, werde ich versuchen, offscreen auch, da wo es geht, ein bisschen was zu machen und vorzubereiten. Wir werden auch ab und zu zusammen losziehen und farmen. Gar keine Frage, das gehört zu einem Survival-Spiel. Einfach mit dazu. Das möchte ich nicht komplett rausnehmen und ich arbeite hier wieder ganz alleine, Kelvin. Was ist denn los? Wofür habe ich denn dich dabei? So. Aber ich denke, es ist dann doch eher interessanter, wenn wir gemeinsam bauen, anstatt ständig gemeinsam irgendwo unterwegs sind, Material ranzuschaffen. Es ist wirklich viel Grind nötig bei dem Spiel. Wir müssen wahnsinnig viel Materialien ranschaffen. Wie gesagt, ich baue jetzt gerade erstmal nur ein kleines Fertighäuschen hier. Das ist ja noch gar nichts. Wir brauchen eine irrsinnig große Palisade um unser Gebiet rum. Ich möchte mir Fundamente bauen. Ich möchte mir richtig ein großes Haus bauen. Und dafür brauchen wir wahnsinnig viel Material. Und das kostet einfach auch irrsinnig viel Zeit. Der Busche hat mich jetzt gerade erschreckt. Gerade gedacht, da kommt wieder so ein Eingeborener raus. So, jetzt zieh doch mal los, Kelvin. Was machst du denn da? Lass mich doch nicht alles alleine machen. So, wir haben... Da fällt mir gerade ein. Moment, Moment. Wir haben jetzt keine Sticks mehr. Ich gehe nochmal los, Sticks holen. Weil... Bauen. Wir brauchen noch den Wassersammler. Ich wollte den Wassersammler hier hinbauen. Wo war denn jetzt der schon wieder? Lagerung, Lagerung. Nein, nein, nein. Versorgung. Wassersammler, da ist er. Der Regenfänger. Und auch dich, würde ich sagen, packen wir erstmal irgendwie ein bisschen hier in die Ecke. Sticks?
haben wir nicht mehr genug. Darum gehe ich jetzt nochmal los und hol Sticks. Und du machst bitte mit den Stämmen weiter. Was ist los mit dir? Also irgendwie hat der keinen Bock, habe ich das Gefühl. Eine Möwe, eine liebe Kleine. Der Kevin chillt wieder hinten rum. Ist nicht dein Ernst, Alter. Vielleicht müssen wir die hier oben gleich nochmal den... Was ist mit dem Busch passiert hier? Leute, hier passieren seltsame Dinge. Ich dachte, wir haben hier gar keine Alpha mehr. Ist doch released. So ein bisschen buggy scheint mir das aber noch. So, komm, mein Lieber. Du kriegst jetzt nochmal einen Auftrag. Hol. Nicht Steine. Hol Stämme. Ja, schade. Jetzt sind wir zu weit weg vom Behälter. Das klappt jetzt wieder nicht mehr. Nee, dann lassen wir das. Kelvin, hat gerade keinen Wert. Was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich außerdem irgendwas gemacht. Nein, das sollst du nicht machen. Was auch immer ich dir gesagt habe, tu's nicht. Bleib stehen. Kelvin, bleib doch stehen. Bleib stehen. Basis erhalten. Beseitige 5 Meter, Kleidung nehmen, folge mir, hol, baue. Baue Feuer. Okay, das habe ich jetzt gerade, glaube ich, gemacht. Baue Feuer. Nein, du sollst was holen. Du sollst Stämme holen. Und dann lass sie halt hier fallen. Dann bringst du sie halt nur bis hier und ich mache den Rest. Ne, dann ist es auch schon ein bisschen näher ran. Und wir gehen nochmal Sticks holen. Für den Wasserbehälter. Der liebe Kelvin, das ist mir einer. Liebe kleine Flissbiebe. Aber das wird noch besser werden. Das wird definitiv besser werden. Wenn wir erst einmal die Rutsche gebaut haben. Ich gucke gleich auch mal nach, was ich dafür benötige. Das war, glaube ich, gar nicht so irrsinnig schwierig. Dann können wir uns hier oben im Wald quasi nochmal so ein Stammlager bauen. Das wäre dann das, wo der Kelvin die Sachen reinlagern darf. Und von da aus schicke ich das dann per Rutsche runter. So, aber erstmal brauchen wir die Wasserversorgung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Gemüse. Wir müssen das ganze Gemüse hier. Ich sehe gar nicht, wo die Stöcke hinfallen. So. Na komm. Mach schon. Mach schon. Hüpf doch einfach mal. Okay, der war verbuggt. Ist das wahr? Kriege ich immer nur einen Stick da raus? Nee, da ist doch noch einer. So. Hier noch einmal jeden. Es ist halt wirklich viel Grinderei, viel Sammelei in dem Spiel. Aber ich mag das. Also ich finde das Spiel irrsinnig schön. So. Jetzt gucken wir gerade einmal. Ich überlege. Wir sollten uns unten ein kleines... eine kleine Holzkonstruktion bauen. Für diese Seilgeschichte. Ich weiß auch gar nicht mehr so exakt, wie das funktionierte genau. Probieren wir aber aus. Aber ich denke, wenn ich auf die Uhr schaue, machen wir das in der nächsten Folge. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir das ganze Material rankriegen. Das mache ich dann offscreen eventuell nochmal ein bisschen weiter. Und dann baue ich mir hier irgendwo eine Station. Moment, mach mal so. Eine Station, wo ich die Stämme ankommen lasse. Wir brauchen irgendwas, wo die gegenknallen, damit die uns nicht irrsinnig weit rollen. Da muss ich mir nochmal in Ruhe Gedanken machen, wie wir das am besten hinkriegen. Vielleicht probieren wir da auch gemeinsam mal darum. So, in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben die Taschenlampe geholt, wir haben die Seilpistole rangeholt und wir fangen an zu siedeln. Wir fangen an, uns niederzulassen. Ich würde sagen, hat euch die Folge gefallen, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig meine Videos. Ich brauche euch, ich brauche eure Rückmeldungen, ich brauche den Austausch mit euch und ich brauche auch einiges an Tipps und gerne auch Hilfe von euch. Ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Reise. Sons of the Frost. Ich habe riesen Bock darauf. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Gamebro.